Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben hier gerade geschlafen in unserer Hütte und ja, es gab sehr viele Patches jetzt zwischen der letzten Aufnahme und dieser hier. Es gab tausend andere Neuigkeiten und zwar ganz, was ganz interessant war, was sehr häufig in den Kommentaren stand, um die hier wegzukriegen, die soll man wegboxen können. Man kriegt dann zwar keine Ressourcen da draus, aber sie stehen halt auch nicht im Weg herum. Ich weiß nicht, wie oft man die boxen muss. Oh ja, nur einmal richtig anscheinend. Und dann kann man die hier schön entsorgen. Das ist schon zumindest schon mal etwas rein optisch schon mal gut gelungenes. So, hier beim gedüngten Feld. Ach, jetzt sind sie gedüngt, die Felder hier. Ich habe da nämlich schon drüber gedüngt. Ah, guck mal an, hier ist auch alles gedüngt. Dann kann ich hier erstmal die Hacke benutzen. Und kann es hier nochmal umpflügen. Und dann kann ich ja nochmal vielleicht ein paar Samen reinlegen. Ja, hier hinten wahrscheinlich nicht, aber hier, das werden sie wahrscheinlich erst einmal angepatcht haben, die ganzen Felder. Und ich glaube, es gibt jetzt auch die Möglichkeit, Felder zu entfernen, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, dann müssen wir noch mal ganz kurz gucken in den Samen rein, die wir haben. Hab ich hier noch im Inventar? Oh, hier ist Inventar, da war es Inventar, Tab. Habe ich noch Samen rein? Nee, Samen rein habe ich nicht mehr in der Tasche, dann muss ich die mal schnell holen. Ist ja kein Problem, die liegen ja hier in der Kiste. So. Karottensamen kann ich im Frühling ernten oder im Winter sehen und im Sommer ernten. Kohl kann ich Sommer zu Herbst. Okay, das geht auch nicht mehr. Kohlsuppe haben wir schon gemacht. Johanniskraut, gebratenes Fleisch. Okay. Roggenkorn kann im Herbst gesät werden. Okay, da sind wir jetzt gerade. Das heißt, das kann ich mal transferieren. Beide akzeptieren. Rote Beete kann im Frühling gesät werden. Zwiebelsamen kann im Sommer, im Frühling gemacht werden. Okay, also werden wir jetzt noch erstmal meinen Roggen reinbringen und dann werden wir nochmal Samen reinkaufen können. Im Übrigen, alle handelsfähige Leute sind mit dem Dings, mit einem kleinen Säckchen wohl markiert. Und die Damen, die unter der Haube sind, also eine Haube haben, einfache Tasche habe ich. So, nee, wie war denn das? Ausrüsten? Ah, andere Maustaste. Roggen kann ich jetzt hier nehmen und hier ausbringen. Zack, dann steht hier Roggen drauf. Und hier steht auch Roggen drauf. So, da steht der Weizen drauf, ne? Ja, zwei Weizen drauf. Vier Samen von? Nee, ich hätte hier bloß zwei Samen davon. Na gut, egal, macht nichts. Achso, das ist aber ein 2x2-Feld, genau. Das sind ziemlich kleine Felder hier, aber wir können uns noch mal ein bisschen was... Wollen wir uns noch was holen oder wollen wir uns nichts holen? Mein Nahrungsmittel haben wir jetzt erstmal ausreichend. Wir könnten auch nächstes Jahr dann ganz groß anfangen. Ich würde hier diesen Acker auch durchaus noch mal entfernen. Also damit ich den Acker... Kann ich hier wirklich entfernen? Warte mal, wie kann ich denn... Ah, das müsste dann bauen gehen, ne? So, bauen. Nee, da nicht. Das war craften. Weitere. Nee, das war auch falsch. Gebäude. Landwirtschaft, Feld, okay, so geht's nicht. Abbrechen, kann ich, vielleicht brauche ich da auch eine Schaufel für. Kann natürlich auch sein, sonst ein Sack, nee, will ich jetzt nicht craften. Na gut, aber das werden wir auch rausfinden. Also irgendwie geht das auch mittlerweile, dass man Felder wieder sozusagen zurückwandelt, aber es könnte sein, dass wir da eine Schaufel für brauchen. Die könnten wir uns ja, glaube ich, hier herstellen, wenn ich recht im Dings bin. Die Schaufel an sich. Die Schaufel, nee, eine Schaufel haben wir hier nicht. Enthäutungsmesser, Steinhacke, Steinaxt und das war's dann. Okay. Hölzerne Werkzeuge. Ach, da gibt's eine Schaufel. Rundholz zweimal, dann hätten wir eine Schaufel. Das können wir mal probieren. Holen wir uns mal zwei Rundholz. Ich werde erstmal den Sack aus der Tasche legen. Wo ist die Axt? Falscher Knopf. Den wollten wir haben. Nehmen wir die Axt in die Hand. Die Böcke wollte ich nicht stehen lassen. Nehmen wir mal die nächste hier hin. Ach, wir können mal zur Hasenfalle gucken. Oh, man hat sich schon wieder eine Hase drin verlaufen. Sehr schön. So, da sehe ich immer nicht, was für ein Pilz das ist von Anfang an. Aber okay. Die Hasenfalle wird auch kaputt gehen. Oder? Einmal hält sie noch durch. Ach, da habe ich den komischen Pilz reingeschmissen, ne? Den Pilz kann ich... Also Pilze sollte man übrigens suchen. Die kann man auch gut verkaufen.
Was mir noch gesagt wurde, ist, Beeren kann man ja gut verkaufen zum Kurs von 1. Das heißt also, eine Beere, ein Taler. Also da könnte man wirklich mal vielleicht eventuell die 500 Beeren dann zu Talern verarbeiten. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Den Stock wollte ich nicht, ich wollte eigentlich einen Pilz haben. Und dann kann man da bestimmt sich Rezepte freischalten. Denn das kam auch als Kommentar bei meinen Fähigkeiten. Moment, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Die Technologie war das. Ressourcenlager, also hier die Schaufel. Ein Holzgerät zur Gewinnung von Ton. Kann im Buch der Werkstatt und Schmiede gecraftet werden. Kann mit Buch im. Ah, okay. Und kann auch zum Schutz verwendet werden. Also das kostet wohl oder so, keine Ahnung. Kann ich das jetzt... Kaufschema, genau, F wäre Kaufschema. Dann gibt es hier bei der Jägerhütte, da gibt es den Bogen. Dann gibt es hier einen Stapel von Steinpfeilen, kann man sich kaufen. Eine Vogelfalle und ein Holzlagerfeuer, kann man sich denn hier kaufen. Dann gibt es hier beim Lebensmittellager, da will ich die Scheune, kann ich die eigentlich schon bauen? Das muss ich gleich mal gucken. Ein Stapel von 10 Eisenbolzen. Eigentlich könnte ich mir das große Feld... Weizen und das kleine noch mit Roggen zu schmeißen. Und dann mache ich nachher nochmal ein neues Feld. Bitterer Röhrenpilz. Okay, den können wir rauslegen. Ich weiß nicht, ob ich den verkauft kriege. Ja, wenn ich verkauft kriege, dann kann ich auch verkaufen. So, heißt also, wir nehmen uns... Achso, ich wollte jetzt erstmal hier irgendeine Birke umflaken, damit ich eine Schaufel bauen kann. Aber die kostet dann dauerhaft Gewicht, ne, wenn ich die mal mitnehme. Brr. Alles klar. Gut. Dann gehen wir hier ins Lager. Ist das eigentlich so, dass das Lager hier mitzählt? Kann ich hier jetzt einfach eine Steinaxt machen? Nee. Muss ich Steine hier rausnehmen? F wie Transfer. Und zwar zwei Steine. So, mit. Was ist das denn? Mit D. Kann ich. Mit D kann ich. Ah, okay. Akzeptieren. So, dann gehen wir hier ran. Craften und eine Steinaxt. Vielleicht hält die dann länger, wenn man sie hier craftet, oder weiß ich nicht, ob die dann irgendwas Besonderes kann oder ein bisschen besser ist. Sie liegt auf jeden Fall schon wieder auf der 1. So, da ist sie. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welchen Baum ich hier angehackt habe. Sehe ich das noch? Wirklich 100%? 100%? Das war dann hier hinten, ne? 100? 100? Ja, 40%. Dann nehme ich hin. So, komm mal runter, Birke. Ah, das war auch was. Federn fallen von Bäumen, wenn man sie fällt. Da sollte man immer ein bisschen zurückgehen, dann sieht man die auch. Boah, das haben wir ja gerade eben gemacht. Das ist auch gut. Ja, ah ja, okay. Kann ich die auch, sehe ich die auch so? Nee, ne? Achso, das hätte ich jetzt dann... Oh, ist das ein... Achso, das ist die ja. Wolliger, achso, das ist der Pilz, den ich schon weggeschmissen habe. Das merkt er sich aber auch, ne, dass der da liegt. Oh, was war das? 1. Nochmal drücken, denn das ist, ne? Eckebox. So. Na gut, das werden wir noch öfter üben. So, ich baue mir jetzt mal noch eine Schaufel. Damit ich ein bisschen, was geschaufelt habe. Oder eine Schaufel dann mal habe. So, da gehen wir hier. Crafting, Holzwerkzeuge. Eine hölzerne Bauhammer, nee, den wollte ich nicht. Schaufel, ah ja, da muss ich die Technologie erst erkaufen. Okay, dann kann ich die also nicht bauen. Hölzerne Speere kann ich jetzt machen. Ich könnte eine hölzerne Hacke machen. Ah, okay. Gut, dann verstehe ich das auch. Dann kann ich ja hier die Steinhacke. Da habe ich noch nicht genügend. Da habe ich noch nicht genügend Ressourcen. Okay. Gut, dann lege ich das Rundholz hier rein. Ist ja auch kein Problem. Passt ja hier noch rein, oder? Wie viel? Oh, 47 von 100 Kilo, okay. Oh, haben die, sind die Kisten größer geworden, oder... Ist das jetzt nur... ist das nur hier so? Moment, ich guck mal, ob die Kiste da drin jetzt 50 oder 100 hat. Die Kiste ist größer geworden. Ne, die Kiste ist nicht größer geworden. Okay, also die Kisten in den Gebäuden haben mehr. Apropos, jetzt wollte ich gucken. Crafting, Gebäude, Landwirtschaft, eine Scheune, nicht genügend Technologie, Landwirtschaft. Okay, also okay. Gut, heißt, ich werde jetzt die Beeren mitnehmen. Also ich denke mal, mit der Suppe komme ich ganz gut klar. Ich werde jetzt noch eine Suppe mir hier reinpfeifen. Habe ich nicht sogar noch eine Suppe in der Tasche? Ja, ich habe noch eine Suppe in der Tasche. Beeren habe ich auch noch 67 in der Tasche. Da werde ich jetzt hier die Beeren mitnehmen. Und die werde ich verkaufen. 25 Kilo. So viel kann ich gar nicht tragen.
Dann so circa 10 Kilo kann ich mitnehmen. Dann nehme ich 10 Kilo Beeren mit. Sind ziemlich genau dann 200. 10 Kilo Beeren. So. Okay, die verkaufe ich dann. Dann hole ich mir, ich gehe mal ganz kurz ins Wasser und trinke einen Schluck. Dann hole ich mir dafür noch ein bisschen Sämereien und ein paar Schematas. Würde ich sagen, vielleicht kann ich dort dann in der, im Ort, also die Sämereien habe ich ja da gekriegt, in dem Nachbarort, ne? Das war ja nicht so das Problem. Pilze kann ich auch noch mitnehmen. Vielleicht kann ich dann auch noch ein paar Kochkunst-Sachen für die Pilze oder so kaufen. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da denn beim Kochen irgendwas mal machen können. Na gut, mit dem Fleisch können wir natürlich noch was machen. Wie gesagt, also den Fleisch und den Kohl weiterverarbeiten, das ist ja schon mal gut. Jägerkunst müssen wir auch noch ein bisschen kriegen. Da wurde mir auch geschrieben, dass ich bei dem Wild, wenn ich das jage, also Füchse greifen mich an, aber und Wölfe werden mich auch angreifen, Wildschweine werden mich wohl angreifen. Bisons können das wohl auch, aber nur, wenn man sie selber schon mal angeworfen hat. Also, dass sie einen dann angreifen. Oh, hier liegt ein Stein rum. Nehme ich mal mit. Ich gerade einer. Steine kommen übrigens immer im Rudel vor, wurde mir auch gesagt. War auch ein sehr schöner Kommentar, danke. Also ich bin erstmal, muss erstmal größten Dank euch aussprechen. Erstens, dass ihr die Faszination dieses Spiels irgendwie mittragt. Also nicht nur, dass ich davon verdammt fasziniert bin und ich das am liebsten 24/7 spielen würde. Kann ich leider nicht. Muss leider noch arbeiten nebenbei. Sonst würde ich das wirklich hier fast 24/7 spielen. Also das ist wirklich ein richtig schönes Spiel. Also mir gefällt das sehr gut. So, die Bitterlinge, die lassen wir mal stehen hier. Ich weiß auch nicht, ob es den... So, Steine brauche ich auch nicht mitnehmen, die sind zu schwer, ja. Na gut, okay. Ich werde mal gleich eine Kohlsuppe essen, dann kann ich wieder ein bisschen besser laufen, glaube ich. So, so eine Suppe, die wiegt 1. Ja, werden wir uns jetzt mal reinpfeifen hier, dann sind wir wieder gut mit dem Gewicht. Einmal eine Suppe verbraucht. Dann sind wir mit der Nahrung wieder voll und alles, das ist schon mal gut. Dann darf ich jetzt nicht mehr... den Sammler raushängen lassen, dann muss ich jetzt mal... Nö, reicht nicht mit dem Gewicht. Aber die Suppe hatte doch 1 Kilo, oder hatte die 0,1? 0,5 hatte die... Ah, oh, verguckt. Na gut, dann können wir ja noch... Und die Bären... Die Bären haben nur noch 50%, okay. Ah ja, okay. Also in der Kiste spoilen die nicht so sehr, wie wenn ich die im Inventar habe. Das ist also auch schon mal auffällig. In der Kiste vergammelt das nicht. Das ist aber gut zu wissen, dann kann man nämlich Sachen immer in der Kiste lagern. Wie sieht das jetzt überhaupt hier aus mit Bären? Im Herbst sind da gar keine dran, ne? Nee, das hätte ich mir fast schon gedacht. Gut, stand ja auch dran, ne? Frühling sind welche, sind grüne dran, im Herbst sind keine drin. Im Herbst kann man sie, im Sommer kann man sie pflücken. So, wir müssen jetzt zum Beispiel in das Dorf. Ja, wir müssen auch flirten gehen noch. Alles solche Sachen. Die Schaufel jetzt eigentlich mit? Die Schaufel konnte ich nicht machen, weil ich das Schemata noch nicht gekauft habe. Gut. Danke, dass ihr mich daran erinnert. Es gab wirklich sehr, 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 sehr viele Hinweise. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen dabei. Dass wir immer wieder Hinweise kriegen. Nee, ist ein Haus weiter, würde ich sagen. Hier ist ein Händler drin. So. Da, du handelst mit mir? Eh. Zeig mir deine Waren, bitte, my lady. So, ich möchte dir... Ah, du hast ja auch gleich den Samen, sehr schön. Und hast wieder 200 davon, das ist auch sehr schön. Ich möchte dir ganz gerne 61 Beeren verkaufen zum Preis von 1. Wie sieht's damit aus? Akzeptierst du, sehr gut. Ich habe hier noch so einen Röhrenpilz, den willst du auch haben. Ein Riesenschirmpilz. Ach, guck mal, der bringt 2 sogar. Bei Gewicht von 1,0. Nee, Nährwert ist das. Gewicht von 3 Kilo bei 30 Stück. Das geht aber. Ach so, die Suppe wiegt... weil ich 2 hatte, wiegen die noch 1 Kilo. So, die Suppe bringt mir 14 ein. Das ist natürlich auch kein schlechter Preis. Aber ich habe hier natürlich noch 200 Beeren. Die würde ich dir gerne auch noch alle verkaufen. Was du damit machst, ist mir egal. Aber auf jeden Fall habe ich dann erstmal... gut Geld gemacht bei ihr. So, das heißt, ich werde jetzt nochmal Weizenkörner kaufen. Da hätte ich gerne 9 von und Roggenkorn hätte ich gerne 3 von. Dann müsste ich das eine Feld und das andere Feld voll bestellt bekommen. So viel Geld habe ich jetzt noch? Wo sehe ich es denn gerade? Hier, 85 habe ich noch. Dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal 60 Taler mit den Riesenschirmpilzen. Akzeptieren.
Habe ich noch irgendwas, was du teuer abkaufen willst? Nö, eigentlich erstmal nicht. Deine kann ich hier verkaufen, Stöcker kann ich hier verkaufen, 17 Stöcker für 17 Geld. Na, ich habe erstmal 145 noch. So, hast du im Moment ein bisschen Zeit? Schönes Wetter draußen. Zuneigung plus 10, sehr gut. Auf Wiedersehen. So, du bist Alvin, du bist Olga. Ja. Gut, hast du die Sämereien? Habe ich schon mal. Und jetzt gucken wir ganz kurz in unser Technologiebaum und dann werde ich die Schaufel hier jetzt kaufen. Dann habe ich nämlich auch eine Schaufel. Dann kann ich nämlich das machen. So, Ressourcenlager hat nichts weiter. Holzschuppen, das kommt alles noch. So, will ich denn einen Bogensatz kaufen? Das kostet 100, so viel habe ich nicht mehr, ne? 95 habe ich noch. Ich will ein kleines Lager, Holzlagerfeuer kaufen, will ich aber nicht. Eine Vogelfalle, kann ich mit der Vogelfalle machen? Eine Falle für Vögel, sie liefert eine kleine Menge Fleisch und Federn und kann bis zu dreimal verwendet werden. Ist die Frage, kann ich jetzt nur eine Falle von einer Art aufstellen? Also kann ich nur eine Hasenfalle oder eine Vogelfalle? Oder kann ich beides aufstellen? Weil dann würde ich die Vogelfalle so wirklich noch kaufen, damit ich dann regelmäßig Federn kriege, ne? Das könnte ja auch helfen. Lebensmittellager, da ist nichts. Und hier mal ein Stapel Eisenbolzen. Brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Werkstatt, Näherei. Oh, Näherei, das ist natürlich gut. Ja, da muss ich dran, ne? Da muss ich natürlich Leinen fäden, das muss ich alles machen können. Ah, wo kriege ich denn... Apropos, wo kriege ich denn... Fällt mir gerade ein. Ich muss den anderen Händler aufsuchen. Ah, da oben sind noch zwei. Die muss ich mal aufsuchen, wo ich vielleicht eventuell Samen herbekomme für Flachs oder für Flachs-ähnliche Sachen. Also Flachsen machen. So, du bist die Händlerin, okay. Sprechen. Zeig mir deine Ware. Was hast du denn so? Hast du Flachs dabei? Nee, du hast Birne, Brei, Eintopf. Also du hast Nahrungsmittel hauptsächlich. Eine Suppe hast du. Bietest du mir mehr für die Suppe? Nee, ne? Nee, auch nur 14, okay. Gut, nee, das ist okay. Nee, nehme ich gerne an. So. Auf Wiedersehen. So, wen haben wir denn noch als Händler? Ich glaube, du bist noch einer, oder? Genau, zeig mir deine Ware. Du hast Dünger dabei. Genau, bei dir kriege ich Dünger, Tierfutter und Fleisch. Alles klar. Fleisch einkaufen und ein Kohl, weiß ich gar nicht, kriege ich bei ihr Kohl? Ach, warte mal, ganz kurz. Auf Wiedersehen. Ich quatsche dich nochmal an. Hallo? Ja, ja, du bist genervt, aber Kohl hast du nicht. Okay. So, verlassen. Auf Wiedersehen. So, wer bist du hier? Du bist, darf ich mit dir schon reden? Hey, hast du einen Moment Zeit? Arbeit. Oh, minus 5. Okay, da möchtest du nicht drüber reden. Und jetzt bist du bockig. Naja, gut, okay. So, haben wir noch einen Händler hier? Die beiden haben wir. Den haben wir schon gesehen. Und hier ist Dingenskirchens. Keine Ahnung, was er schon wieder hat. Er ist ja irgendein Vertrag dran. Sprechen. Im Moment daran bin ich interessiert, mit dir zu sprechen. Und das ist natürlich nicht schön, nicht nett. So, noch ein Händler irgendwie in der Nähe? Nee. Okay, also hier ist jetzt erstmal nichts in der Nähe. Schade, ich dachte, ich kriege hier noch irgendwo Flachs her. Da muss ich mal gucken, ob ich den in anderen Gemeinden bekomme. Gut, aber die Holzschaufel kann ich schon mal machen. Das ist schon mal viel wert. Kann ich die jetzt eigentlich auch hier craften? Crafting. Nee, Holzschaufel geht hier nicht. Das geht wirklich nur an der Werkstatt. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz hier hoch, ob hier oben irgendwas Schönes ist. Nö, brachliegende Felder. Hier ist nichts Schönes mitzumachen. Gut, dann wären wir auf dem Nachhauseweg natürlich. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Platz im Inventar, ne? 18 Kilo von 35 sind nur belegt. Dann kann ich jetzt so ordentlich sammeln auf dem Nachhauseweg. Pilze, denke ich mal, werde ich mal ein paar sammeln, damit ich wieder was zu essen habe. Aber das mit den Bären war schon mal nicht schlecht. Also wir haben immer noch sozusagen die Möglichkeit, mal schnell 200 Taler zu machen, wenn ich die 200 Bären da noch verkaufe. Hier liegt ein Stein rum, nehme ich mal mit. Komm mit. Vielleicht noch einer rum. Ja, da wurde auch geschrieben, ne? Liegt oberhalb vom Dorf und da, wo einer liegt, liegen auch mehrere. Also von daher, das ist alles komplett korrekt. Da liegt nämlich auch noch einer. So. Ja, gut, jetzt haben wir wieder. Ne, den Pilz will ich nicht. Aber hier den Wald- und Wiesen-Champignon, den nehme ich erstmal mit. Ist ja nicht das Gelände so abschüssig, denke ich. Ich würde dann das ja. Oh, wie viele Steine da alleine rumliegen. Naja. Gut. Das erstmal zu dem. So, der liegt. Wenn ich direkt drüber laufe, nehme ich natürlich mit. So, aber jetzt müssen wir schon wieder aufpassen beim Inventar, ne? 22 Kilo. Naja. Kriegen wir noch ein paar Steine unter. Habe ich jetzt die Vogeljähre? Die habe ich nicht gekauft, ne? Werde ich aber noch. Die werde ich noch kaufen. Dann gucken wir mal, ob wir die noch bauen können. Natürlich in meiner Nähe. Nicht genügend. Nicht genügend Technologie. Ach, da muss ich hier erst drüber sein.
Kann ich. Ach, den kann ich hier noch gar nicht kaufen. So, dann ist ja hier bei der Näherei das ähnliches. Aber hier ging es doch auch. Hier konnte ich doch auch erwerben. 50 Punkte, 100 Punkte. Verstehe ich nicht. Jetzt hier nicht. Auch Schemata. Nicht genügend Technologie. 50. Ah, 80 und 50 Punkte. Und wie habe ich? Ich glaube, ich habe. Das sie, glaube ich, hier. Jagdwissen. Ich habe 94 von 100. Hm. Na gut. Verstehe ich noch. Wird sich zeigen. Vielleicht muss ich da die erste Stufe erst haben oder so. Und dann kann ich denn die Vogel. Also, ich bin echt elendig für die Steine rum, ne? So, wenn man sich überlegt, wie lange ich da wegen Steinen rumgerannt bin. Bock. So. Apropos bei dem. Ich habe ja die Digital Deluxe Edition gekauft. Und da war auch eine Karte dabei, die sämtliche Ressourcen sozusagen anzeigt. Und da wurde mir angezeigt, dass es hier eine Ressource gibt, nämlich Lehm. Hier kann ich Ton herbekommen. Also nicht Lehm, sondern Ton. Und mit dem Ton kann ich dann sozusagen mein Haus aufwerten. Wurde halt gerade geklappert im Hintergrund. Ich weiß nicht, was es war. Ist aber nicht weiter schlimm. So. Gut. Dann nehmen wir nochmal ein paar Pilze mit. Hier, oh ja, schön. Pilze einsammeln. Die können wir nämlich alle schön zu Hause noch in eine Kiste mit rein orientieren. Und wie gesagt, Beeren pflücken, Beeren pflücken. Ups, das war ein Stock. Beeren sammeln. Das geht auf jeden Fall. Also wir müssen ja unsere Jagdfähigkeit noch verbessern. Da könnten wir uns auch drum kümmern jetzt im Herbst. So viel haben wir ja jetzt gerade nicht zu tun. Also ich werde jetzt noch die Aussaat machen mit Weizen und Roggen. Dann sind die Felder erstmal voll bis zum nächsten Sommer. Im Frühling werde ich dann ein paar neue Felder anlegen. Und im Winter kann ich auch was aussehen. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, im Winter konnte ich auch was aussehen. Aber da werden wir die Sämereien uns dann noch holen müssen. Ich glaube auch von anderen Gegenden. Nochmal mit Alt. Haben wir hier so schönes Pilze, 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 Kernavese. Ist das ein richtiger Röhrling oder ist das so ein Bitterröhrling? So ein bitterer, glaube ich. Der richtige ist ein bisschen brauner von der Kappe her. Wenn ich das richtig. Ah, ne, den brauche ich auch nicht. Einen Fliegenpilz. Was ich mir nicht. Also, es kann natürlich sein, dass man so einen Fliegenpilz auch ganz gut los wird. Bei irgendwelchen Leuten. Mitunter war dann aber auch hier gesagt, dass es hier irgendwo Wildschweine geben soll. Die sind mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber naja, gut, das werden wir dann ja sehen. So, eine Jagdhütte soll ich nämlich bauen und dafür brauche ich Jagdpunkte. Und deswegen, ja, vielleicht sollte ich da nochmal auf die gegenüberliegende Seite vom Fluss gehen, in Richtung Borovo und dort ein paar Hirsche jagen und vielleicht ein paar Füchse, damit ich da nochmal ein bisschen was kriege. Und dann müssten wir vielleicht auch Pfeil und Bogen, an einem Bogen, kann ich den schon kaufen? Ich glaube auch, ja. Können wir auch mal gucken, aber der war so teuer, ne? Da habe ich das Geld jetzt nicht für. Bogen würde 100 kosten. Also da ist auf jeden Fall sozusagen eine Stelle geschaffen, die einem Geld kostet. Des Weiteren sind es natürlich dann auch irgendwann mal Steuern, die man bezahlen muss. Und da weiß ich auch noch nicht, wie das berechnet wird. Aber es könnte daran liegen, umso größer mein Dorf, desto mehr Steuern muss ich bezahlen. Und desto positiver müssen wir dann natürlich auch in der Bilanz dann nachher werden mit unserem Dorf. Aber momentan sind wir ja noch sozusagen ein bisschen Alleinunterhalter. Und schaffen das hier erstmal noch, dass wir erstmal überleben wollen. Spiel kennenlernen ist natürlich wichtig. Oder beziehungsweise das ist mir persönlich wichtig, dass ich noch ein paar Elemente des Spiels kennenlerne und das lerne. Und natürlich auch, ihr könnt natürlich jederzeit auch Tipps abgeben. Das habt ihr ja schon fleißig getan. Und ja, da möchte ich mich jetzt so zum Ende der Folge auch nochmal recht herzlich bedanken dafür, weil mich das auch sehr gefreut hat. Und ja, wir können jetzt hier die Schaufel machen, dann könnten wir Ton holen. Ich weiß aber nicht, ob ich hier Ton dran schmeißen muss oder ob ich hier irgendwas anderes dran schmeißen muss, was ich aus dem Ton gewinne. Das sehen wir hier. Da kam es noch ein Aufrüsten. So, da brauche ich Lehmbewurf. Muss ich mal gucken, wo ich Lehmbewurf herkriege. Okay, Reparatur. Da kann man schon dran rumreparieren anscheinend. Da weiß ich aber auch nicht, was ich dafür in Ressourcen brauche. Okay, egal. Nee, Moment. Doch, ich will in den normalen Baumodus. Und dann stecke ich dir weg. Wenn man den Hammer einfach so schwingt hier in der Luft, dann verbraucht der, glaube ich, sich auch. Wurde mir gesagt. Das wollen wir natürlich nicht. So. Dann gehen wir jetzt hier hin. Nehmen wir hier zwei Rundholz raus. Transfer. Zwei Stück. Und dann gehen wir hier rüber. Und dann gucken wir beim Holzwerkzeug. Jetzt müssten wir die Holzschaufel machen können. So. Dann können wir mal gucken, ob wir mit der Holzschaufel da irgendwas machen können am Feld. Ich nehme die einfach mal in die Hand. Inventar. Hölzerne Schaufel. Wieder auf die 7. So, dann gucken wir mal erstens, wie sie aussieht.
Und zweitens, ob ich jetzt hier dieses Feld damit programmen kann. Nee, ich kann hier nur die Hacke drauf. Okay. Gut, hier brauche ich meinen Beutel mit Samen. So, und dann machen wir jetzt hier nochmal. Ja, den habe ich. Andere Maustaste. Nee, ach, jetzt habe ich ihn wieder weggepackt. Nee, das ist der Hammer. Den wollte ich auch nicht. So, andere Maustaste. Roggen. Und dann werden wir hier nochmal ein bisschen Roggen anpflanzen. Einmal hier. Zweimal hier. Dreimal hier. So, jetzt habe ich das Lebensmittellager freigeschalten. Sehr schön. Na gut, ja, also so arbeitet man sich hier voran an ein und der anderen Ecke. Und das müssten 9 Felder hier sein. Da könnte jetzt sein, dass die Hacke vielleicht eventuell das Zeitliche segnet. Sind sogar 3 mehr. Das heißt, die 9 Samen von Weizen reichen hier nicht mehr aus. Aber dann haben wir noch 3 Felder frei, wo wir eventuell ein paar Zwiebeln oder rote Beete oder ähnliches in einem Frühjahr ansetzen können. Gut, dann nehmen wir jetzt die Tasche, dann nehmen wir jetzt den Weizen raus und dann gehen wir von hier hinten an und machen hier Weizen. Sieht sehr rot aus, das Korn vom Weizen. Ich würde die Folge schon längst beendet haben, ne? Aber ich möchte natürlich irgendwie die Folge auch nicht beenden, weil die Folge beendet, dann weiß ich, dass ich nicht mehr weiterspielen kann. Nein, also ich mache heute die 2 Folgen hier fertig. Das müsste dann jetzt hier die Samstagsfolge sein und dann die Sonntagsfolge. Ich bin am Wochenende leider etwas unterwegs oder muss unterwegs oder bin unterwegs. Ja, aber ich bin unterwegs, kann man einfach sagen. Liegt daran, dass ich beim Geburtstag von meinem Vater bin. Und ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. So, wir können ein Lebensmittellager bauen. Habe ich denn, wie groß eigentlich mein Bau, mein Dingsende jetzt hier, Gebäudeende? Wo sehe ich denn, wie viele Gebäude ich bauen darf? Irgendwo war doch das. War das irgendeine Quest, die das erweitert hat? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich glaube ja, ne? Ich glaube, hier habe ich jetzt so, ja, 8 Gebäude, Limit 8. Guten Morgen, meine Nachbarn. Alles klar. Gut, das haben wir gekriegt. Das heißt, wir könnten theoretisch hier noch ein weiteres Lebensmittel, eine Lebensmittelscheune bauen. Wir gucken, ich gucke mal weiter, was geht hier noch so zu bauen. Speicher. Da haben wir jetzt das Ressourcenlager und wir haben das Lebensmittellager. Okay, wir haben bei Ressourcen Holzschuppen haben wir noch nicht. Grabungsschuppen haben wir noch nicht und eine Mine haben wir noch nicht. Bei Häuser, da fehlt uns Technologie, aber das kriegen wir hin. Beim Crafting haben wir die Näherei, aber die Taverne noch nicht. Da fehlt uns noch Technologie. Da müssen wir ein bisschen kochen wahrscheinlich noch. Und Landwirtschaft, da fehlt uns für zur Scheune noch ein bisschen Technologie. Das sollte als nächstes kommen. Ja gut, also wollen wir ein Lebensmittellager bauen? Einfach nur, dass wir es haben? Oder Lebensmittellager, nicht genug Grundholz? Oh ja, Grundholz, ja okay. Und was brauche ich dann noch für? Was kann das denn? Das Hauptlager des Dorfes für Nahrung enthält Nahrung und die Jagd- und Fischerhütte, Scheune und Tiergebäude sammeln wurden. Was? Die Bewohner brauchen dieses Gebäude, um essen zu können. Ah, okay, also das muss man wirklich haben, bevor man Bewohner sich zu sich holt. Alles klar, dann weiß ich das. So, dann hoffe ich mal, dass es euch genauso Spaß gemacht hat wie mir, jetzt diese Spiele wieder zu spielen beim Zuschauen. Ich habe mich, glaube ich, etwas lauter gemacht mittlerweile, dass ich ein bisschen besser zu hören bin. Mir ist das nämlich bei einer Aufnahme aufgefallen, dass ich relativ leise bin. Immer, und das muss ja nun auch nicht sein. Wollen wir noch nach Bochum rübergehen oder wollen wir erstmal schlafen? Das ist der 3. Tag im Herbst schon rum. Lebensmittellager baue ich dann danach. Ja. Ich werde mich aufmachen nach Bochum. Oder nee, ich werde jetzt. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen. Ich kann ja schon ein paar Bäume umhacken. Oder kann ich hier noch ein paar Steine ins Lager legen? So. Und dann kann ich wahrscheinlich ein paar Bäume umhacken, damit ich dann noch. Genau, damit ich dann baue ich das Lager erst heute noch, also morgen in der Folge, am heutigen Tag noch, fange ich mir zumindest an, das Ding zu bauen und dann gucken wir noch weiter. Alles klar, das soll es gewesen sein. Bis denn. Tschüss.